also Klaus Ernst hier das Wort erhält und diesen Antrag der Linken vorstellt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema ist symptomatisch für das, dass sich da einige von der CDU vom Acker machen. Ich habe den Eindruck, das gilt auch für das, was Sie selbst im Parlament beschlossen haben. Es war ein unheimliches Gewürge, bis dieser Mindestlohn zustande kam. Es hat fast ein Jahrzehnt gedauert, in dem Sie für die niedrigsten Löhne in dieser Republik mitverantwortlich waren. Jetzt haben Sie ein Gesetz gemacht. Ich sage Ihnen, getraut habe ich Ihnen bei dem Thema nie. Aber was wir jetzt erleben, ist schon ein seltener Vorgang. Sie haben all dem zugestimmt, was jetzt Gesetz ist. Und jetzt sabotieren Sie den Mindestlohn und Sie demontieren die Ministerin, die dafür verantwortlich ist. Ein unglaublicher Vorgang, meine Damen und Herren. Ein unglaublicher Vorgang. Mit Ihnen als Koalitionspartner braucht man wirklich keine Feinde mehr. Sie sagen, das wäre ein bürokratisches Monster, weil Arbeitszeiten erfasst werden müssen. Das muss man sich aus der Zunge zergehen lassen. Weil Arbeitszeiten erfasst werden, handelt es sich hierbei um ein bürokratisches Monster. Wie soll denn eine Abrechnung auf Stundenlohnbasis überhaupt sinnvoll stattfinden, wenn die Arbeitszeit nicht erfasst wird? Wie soll das gehen? Wenn die Aufzeichnungspflicht von Arbeitszeit nicht erfasst wird, ist ein Mindestlohn nicht kontrollierbar, und offensichtlich ist das Ihr Interesse. Das soll natürlich nur bei Löhnen gelten. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen an der Tankstelle, aber es wird nicht erfasst, wie viele Liter Sie in den Tank reinschütten. Jeder würde sagen, das ist blanker Unsinn. Zu meinen bayerischen Freunden: Wenn Sie im Biergarten ein paar Maß Bier trinken, aber die Kellnerin erfasst nicht, wie viel Bier Sie getrunken haben, ist eine Abrechnung nicht möglich, meine Damen und Herren. Und ich hab den Eindruck, Ihre Kampagne gegen den Mindestlohn haben Sie nach 5 Maß Bier gemacht. So Unfug ist das. So ein Unfug ist das. Bürokratiemonster, meine Damen und Herren. Die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer das ist, das sind die, die kontrollieren sollen, was wir hier an Gesetzen machen. Die sagt, Ausnahmeregelungen erzeugen die Bürokratie. Ich möchte aus dem Magazin dieser Gewerkschaft zitieren, und zwar den Vorsitzenden Debes. Im Jahre 2014 hat er bei der Anhörung gesagt, je mehr Ausnahmen des Mindestlohngesetzes vorsehe, desto aufwendiger werde die Kontrolle. Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt bürokratischen Unfug kritisieren, dann müssten Sie Ihre Ausnahmeregelungen kritisieren. Die sind verantwortlich für die schwierige Kontrolle dieses Themas. Meine Damen und Herren, für die Kontrolleure sind die Ausnahmeregelungen nicht nachvollziehbar. Ich möchte aus dieser Zeitung der BDZ zitieren. Für den BDZ war und ist es dabei nicht nachvollziehbar, warum für mobile Tätigkeiten ohne sachliche Begründung Ausnahmetatbestände geschaffen wurden, besonders in den für Schwarzarbeit anfälligen Branchen wie dem Transport- und Taxigewerbe ist es für wirksame Kontrollen entscheidend, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit festzuhalten. Zitat Ende. Soweit die Kontrolleure. Wenn Sie das aufweichen wollen, wenn Sie diese Dokumentationspflichten aufweichen wollen, dann stellen Sie sich vor, die, die an diesem Gesetz nicht interessiert sind und die sich auch nicht um die Einhaltung dieses Gesetzes kümmern. Sie stellen sich vor die, die in dieser Frage ein höchstes Maß an krimineller Energie haben, meine Damen und Herren. Vor die stellen Sie sich. Im Übrigen, Sie wissen selber, dass eine Reihe dessen, was Sie kritisieren, schon lange gilt. Arbeitszeiten müssen schon immer erfasst werden, in vielen Bereichen. Wie wollen Sie überhaupt Überstunden erfassen, wenn nicht gewusst wird, was wurde vorher normal gearbeitet? Wie wollen Sie denn das machen, meine Damen und Herren? Vollkommener Unsinn. Der zweite Akt der Sabotage, das ist das, was Sie mit dem Personal machen. Die zuständigen Leute sagen, wir brauchen 2500 Leute. Sie machen viel zu wenig in dieser Frage. Wir wissen, dass ganz eine große Menge von Leuten in diesem Bereich fehlen. Aber am deutlichsten wird Ihre Haltung von dem sehr geschätzten Fuchs, Michael Fuchs. Der ist leider heute nicht da. Das tut mir wirklich leid, dass der jetzt nicht mitkriegt, was er selber gesagt hat. Wissen Sie, was der Fuchs gesagt hat? Ich habe es kaum glauben können. Er hat gesagt, überall fehlen Polizisten, aber wir stellen jetzt 1600 Zöllner ein, um den Unternehmen auf die Finger zu schauen. Das versteht doch kein Mensch.
Was glauben Sie eigentlich, was die in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit über sowas denken? Das ist ihre Arbeit. Die haben doch den Eindruck, dass die Politik überhaupt nicht interessiert wird, dass kontrolliert wird, wenn solche Aussagen von einem stellvertretenden Vorsitzenden einer CDU-Fraktion kommen. Der sollte sich schämen und entschuldigen, meine Damen und Herren, für diesen Unsinn, den er erzählt hat. Meine Damen und Herren, es geht hier nicht um einen Bürokratiemonster. Es geht um die Existenzgrundlage von Menschen, die von diesem Lohn leben müssen. Notwendig sind nicht weniger Kontrolle, sondern mehr Überprüfung und weniger Ausnahmeregelungen, so wie wir das in unserem Antrag fordern. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Nächstem Redner erteile ich das Wort, dem Abgeordneten Professor Dr. Matthias Zimmer, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Hoffnung des letzten Sommers, dass wir uns parlamentarisch zum letzten Mal mit dem Mindestlohn beschäftigen müssen, hat offensichtlich betrogen. Zumindest kann man den Antrag der Linken jetzt mal zum Anlass nehmen, auf das ein oder andere hinzuweisen, was in der Debatte der letzten Wochen und Monate eine Rolle gespielt hat. Und ich will das in 10 Punkten tun. Erster Punkt: Der Mindestlohn gilt seit dem 01.01.2015. Das ist auch gut so. Und wir hören gleichzeitig, dass sich der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt weiter fortsetzt. Das hatten einige Ökonomen. Das hatten einige Ökonomen anders vorhergesagt und von bis zu 1,2 Millionen mehr Arbeitslosen gesprochen. Ich weiß nicht, ob das schlechte Ökonomie war oder nur besonderes Pech beim Nachdenken. Aber es fällt schon auf, das kommt immer aus der gleichen Ecke. Zweiter Punkt. Es hat über die Verordnung der Ministerin in den letzten Wochen einige Debatten gegeben. Das eine oder andere kann man an dieser Stelle vielleicht auch richtigstellen. Erster Punkt dazu: Der Mindestlohn ist ja mit überwältigend großer Mehrheit hier im Deutschen Bundestag angenommen worden. Und die Verordnung der Ministerin schränkt den Geltungsbereich des Mindestlohns ein. Sie weitet ihn nicht aus. Ich finde, das kann man hier an dieser Stelle auch einmal richtigstellen. Man kann die Verordnung streichen, aber dann würde die Überprüfung sich als problematisch erweisen, weil sehr viel mehr Arbeitsverhältnisse von der möglichen Überprüfung betroffen sind. Wir wollen aber die Problembereiche in den Fokus nehmen, und das leistet zunächst einmal die Verordnung der Ministerin. Dritter Punkt: Man hört, das Mindestlohngesetz sei ein Bürokratiemonster. Richtig ist, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit muss erfasst werden. Das ist pragmatisch, schnell und unproblematisch. Monster, meine Damen und Herren, sehen anders aus. Oder um es deutlich zu sagen, um ein solches Monster zu erlegen, braucht man keinen Wolf Biermann. Es reicht schon der kleine Bruder des heiligen Georg. Ich glaube, man verdirbt sich mit permanenten Superlativen auch die Preise. Vierter Punkt. Ich höre, es ist die Summe der Vorschriften, die die Wirtschaft belastet. Das mag sein. Der Chef der Arbeitsagentur Weise hat darauf hingewiesen, ich zitiere: Bürokratisch heißt auch rechtsstaatlich. Es ist für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sehr wichtig, dass man klare Regeln hat. Zitat Ende. Und da ist, glaube ich, im Wettbewerb ein zusätzliches Stück Berechenbarkeit entstanden, und das finde ich in Ordnung. Fünfter Punkt: Wir wissen um die Befindlichkeit von kleinen und mittelständigen Unternehmen, die auch von den dauernden Mahnungen des DGB aufgeschreckt worden sind, dass bis zu 500.000 Euro Bußgeld verhängt werden können. Das ist bei groben Verstößen ja auch durchaus gerechtfertigt. Aber man muss auch deutlich sagen, die Unternehmen sind weder zu doof noch zu kriminell. Ich glaube, viele sind eher verunsichert durch unterschiedliche Auskünfte, dubiose Auskünfte zum Teil von berufener oder von unberufener Seite. Und deswegen ist es gut, dass sich der Zoll zunächst einmal auch als Unterstützung dieser Unternehmen versteht, diese Unternehmen berät, und dass wir nicht sofort mit der Keule der Strafe dort reingehen, dort, wo noch eine Rechtsunsicherheit herrscht. Ich glaube, das liegt auch im Interesse dieses Gesetzes.
Wir haben, sechster Punkt, wir haben immer gesagt, der Mindestlohn soll praxistauglich sein. Er soll auch zielscharf sein. Und ich begrüße ausdrücklich von unserem Parlamentskreis Mittelstand die Initiative, die wir auch übernommen haben, dass man durchaus darüber nachdenkt, zwei Dinge zu machen. Erstens mal dort, wo man die Dokumentation der täglichen Arbeitszeiten, und das ist das Einzige, wo ich Ihnen wirklich recht gebe, Herr Kollege Ernst, das ist natürlich wichtig, wo man die Dokumentation der Arbeitszeiten auch anders leisten kann. Entweder dadurch, dass sie vertraglich festgelegt sind und man lediglich Abweichungen notiert, wie das heute schon üblich ist, oder dass es Einsatzpläne gibt, aus denen ganz genau hervorgeht, wie die Arbeitszeit gestaltet ist. Ich glaube, das reicht für die Kontrollzwecke des Zolls völlig aus. Und das sollte auch für unsere Zwecke, für den Mindestlohn, dann genügend sein. Siebter Punkt. Wir haben an der einen oder anderen Stelle sicherlich Abgrenzungsprobleme. Wir haben im Ausschussbericht festgehalten, für Sport und Ehrenamt wollen wir, dass der Mindestlohn nicht gilt, nämlich dort, wo nicht der Gelderwerb im Mittelpunkt steht, sondern das Ehrenamt. Ich begrüße ausdrücklich, dass die Ministerin hier an dieser Stelle mit dem Deutschen Fußballbund und dem Deutschen Olympischen Sportbund zu einer Regelung gekommen ist. Und ich glaube, wir müssen an der einen oder anderen Stelle noch mal überlegen, wo wir trennscharf dann auch die Abgrenzung zum Ehrenamt hinbekommen. Denn eines wollen wir ja nicht. Wir wollen mit dem Mindestlohn nicht das Ehrenamt kaputt machen. Ich glaube, das liegt in keinem Interesse von uns. Achter Punkt. Wir wollen bei all dem auch natürlich Acht geben, dass der Mindestlohn und die zugrunde liegende Intention nicht unterlaufen wird. Wir wollen einen robusten Mindestlohn. Und wir wollen auch einen Mindestlohn, der den wirtschaftlichen Gepflogenheiten und der wirtschaftlichen Realität Rechnung trägt. Deswegen hat mich schon, ehrlich gesagt, ein bisschen erstaunt, dass der Vorsitzende der Mindestlohnkommission gesagt hat, den Mindestlohn legen wir fest, nachlaufend zur Tarifentwicklung. Das haben wir ausdrücklich so nicht gewollt. Und ich denke, darauf muss man den Herrn Foscherau in aller Deutlichkeit auch noch mal hinweisen. Neunter Punkt, der Mindestlohn. Herr Robert Brandl hat gesagt, zählt zu den größten sozialpolitischen Errungenschaften in der Nachkriegszeit. So große Münze würde ich da vielleicht nicht nehmen. Aber er ist ein. Finde ich schön, dass Sie sich damit schon zufrieden geben. Ich könnte einige größere sozialpolitische Errungenschaften nennen, die alle mit der Union nach Hause gegangen sind, aber gut. Aber der Mindestlohn ist ein lernendes System. Und wir haben nie gesagt, dass alles das, was wir jetzt in das Gesetz hineingeschrieben haben, dort in Stein gemeißelt ist oder dass die Verordnungen in Stein gemeißelt sind und sozusagen für alle Ewigkeit gelten. Und deswegen ist es gut, dass wir uns das ein oder andere noch mal nach Ostern genauer angucken und auf die Praxistauglichkeit hin untersuchen. Und damit komme ich zum zehnten Punkt. Wenn wir sagen, wir wollen das auf die Praxistauglichkeit untersuchen, ist, glaube ich, der Grund angegeben, lieber Kollege Ernst, warum wir Ihren Antrag ablehnen wollen und werden. Weil Ihr Antrag nämlich eigentlich ein Bild entwirft, wie man einen rigiden, starren und wenig praktischen Mindestlohn macht. Ich bin froh, dass diese Koalition das nicht so gemacht hat, sich an den Lebensumständen orientiert und die Prinzipien nicht über die Lebenswirklichkeit stellt. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin erteile ich das Wort der Abgeordneten Brigitte Podtmann. Matthias Zimmer war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Brigitte Podtmann, Bündnis 90 Die Grünen. Meine Damen und Herren, lieber Herr Zimmer, das war jetzt eine Rede an Ihre eigene Fraktion. Allein ich habe nicht den Eindruck gewonnen in den letzten Wochen, dass Ihre Kollegen, die da auftreten, vor den Mikrofonen mit Argumenten zu überzeugen sind. Und dabei geht es in dieser Auseinandersetzung doch gar nicht um die Frage, dass man bei einem Projekt dieser Größenordnung vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nachbessern muss. Nur ich kann Ihnen sagen, Ihr Arbeitgeberflügel, der hat die Rolle des ehrlichen Sachwalters in dieser Aufgabe vollkommen verspielt.
Wer sich mit Schlachtneujahr noch bevor das Silvesterfeuerwerk verdampft ist, jetzt hier schon hinstellt, und zwar am ersten Tag, und sagt, die Aufzeichnungspflicht sei ein bürokratisches Monster und müsse weg, der ist nicht seriös. Und dann frage ich im Übrigen auch, wie kommt das eigentlich? Sie haben das doch selber beschlossen. Das Regelwerk dieses Mindestlohns ist Ihr Regelwerk, und zwar inklusive der Dokumentationspflicht. Ich will Ihnen mal was sagen. Das, was Sie hier aufführen, ist wirklich ein durchsichtiges Schmierentheater. Hier im Parlament reden die weichgespülten Sozialpolitiker und vor den Mikrofonen treten die Falken auf und vertreten ihre Position. Warum spricht hier heute nicht Herr Linnemann? Herr Linnemann, melden Sie sich zu Wort. Wo ist Herr von Stetten? Wo ist Herr Fuchs? Jetzt kämpfen Sie doch mal mit offenem Visier und lesen nicht nebenbei den Pressespiegel, während hier die Auseinandersetzung läuft. Ich will Ihnen mal was sagen. Ihnen geht es um was ganz anderes. Sie instrumentalisieren die Dokumentationspflicht, um den Mindestlohn auszuhebeln. Sie gehen vor nach dem Motto, wenn wir hier schon einen Stundenlohn von 8,50 Euro akzeptieren mussten, dann werden wir bestimmen, wie lange eine Stunde dauert. Nur dann ist das kein Mindestlohn mehr. So geht das gar nicht. Und der Versuch, die Minijobs komplett aus der Dokumentationspflicht herauszuholen, führt tatsächlich dazu, dass Sie die Minijobs zur mindestlohnfreien Zone machen. Genau den Bereich, von dem wir genau wissen, dass da ganz schön gechinscht wird, dass Arbeitnehmerrechte nicht durchgesetzt werden. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Minijobs rausnehmen, dann können Sie den Mindestlohn in diesem Bereich gleich einkassieren. Ich will es hier ganz deutlich sagen, ich will gar nicht alle Arbeitnehmer, Arbeitgeber unter Generalverdacht stellen. Aber Sie müssen schon mal zugeben, dass die Fantasie der Arbeitgeber in Sachen Umgehung des Mindestlohns wirklich kaum Grenzen findet. Also wenn es so weit kommt, dass die Mitarbeiter in der Fleischindustrie Messergeld zahlen müssen, wenn Mitarbeiterinnen in Sonnenstudios so viele Gutscheine als Lohnersatzleistung kriegen, dass das auf keine Kuhhaut mehr geht, wenn tatsächlich die Zeitvorgaben so unrealistisch sind, dann wird dabei der Mindestlohn ausgehebelt. Wieso, Herr Linnemann, sprechen Sie nicht mal mit diesen Arbeitgebern und kümmern sich darum? Und im Übrigen sind ja Ihre Argumente, die Sie vortragen, offensichtlich nicht mal überzeugungswert bei Ihren eigenen Leuten. Und ich spreche jetzt übrigens nicht von Herrn Zimmer, ich spreche von den Arbeitsministerinnen und Arbeitsministern der Länder, auch der Union, auch der Arbeitsministerin von Bayern. Die haben nämlich in ihren Forderungen ein weit umfängliches Kontrollvorhaben vorgesehen. Die wollen eine Dokumentationspflicht für alle Tätigkeiten von allen Arbeitgebern. Die gehen deutlich weiter als der Gesetzentwurf und das Regelungsinstrument der Bundesregierung. Ich schlage vor, sprechen Sie einfach mal mit Ihren eigenen Experten, oder fürchten Sie, dass dann Ihre ideologischen Vorurteile dem nicht mehr standhalten? Nochmal, ein Gesetz in dieser Größenordnung braucht Korrekturen. Aber bevor wir Korrekturen machen, brauchen wir eine seriöse Analyse. Das, was Sie wollen, ist die Durchlöcherung des Mindestlohns. Die Aufzeichnungspflicht soll weg. Die Kontrollen sollen weg. Generalunternehmerhaftung soll weg. Ich sage Ihnen, wenn Sie so weitermachen, kassieren Sie den Mindestlohn in der Praxis ein. Der Mindestlohn ist nur dann ein wirklicher sozialpolitischer Fortschritt, wenn er wirklich bei allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommt. Und dafür braucht es Regeln, dafür braucht es Kontrollen. Sonst haben nämlich auch die ehrlichen Unternehmen das Nachsehen. Und das könnte eigentlich auch der Arbeitgeberflügel der Union nicht wollen. Ich danke Ihnen. Brigitte Podmer war das, Bündnis 90 Die Grünen und Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik ihrer Fraktion. Nach ihr jetzt Katja Most für die SPD. Auch sie ist Sprecherin für Arbeitspolitik. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Kollegin Pothmer, ich kann Ihnen eins versichern, weichgespült sind die Sozialpolitiker der Union nicht, weil es waren harte Verhandlungen um den Mindestlohn. Das will ich doch mal zurückweisen an der Stelle für meine Kolleginnen und Kollegen. Heribert Brandl hat gesagt, der Mindestlohn gehört zu den größten sozialpolitischen Errungenschaften der Nachkriegszeit. Er hat gesprochen von einer Großtat, und ich finde, er hat recht. Wir sind heute am 64. Tag der Gültigkeit des Mindestlohngesetzes. Um es in Tagen und Monaten zu sagen, es sind 2 Monate und 5 Tage in Kraft. Aus meiner Sicht sind wir noch etwas früh dran, um Bilanz zu ziehen. Eine Bilanz nach so kurzer Zeit bei einem Gesetz ist ungefähr so, wie wenn man heiratet und am Tag nach der Hochzeit sich überlegt, ob man sich wieder scheiden lässt. In der Regel hat man vorher überlegt, ob man heiratet, und nicht hinterher. Und man stellt die Frage nach dem Sinn meistens auch erst im verflixten 7. Jahr und nicht nach 2 Monaten und 5 Tagen. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns noch mal in der öffentlichen Debatte anschauen, was ist Aufregung und was ist eigentlich sachlicher Inhalt, um den es da geht. Ich finde es richtig, dass wir über die Mindestlohngesetzgebung diskutieren, weil ich und die SPD-Fraktion ein fundamentales Interesse daran haben, dass der Mindestlohn für fast 4 Millionen Beschäftigte auch ankommt und gilt. Denn wenn der Mindestlohn nicht wirkt, und dann ist er nichts wert und er kommt nicht bei den Menschen an. Und wir machen nicht Gesetze, damit wir Gesetze machen, sondern damit Bürgerinnen und Bürger profitieren. Und wenn ich mir da die Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes anschaue, die diese Woche veröffentlicht worden ist, wo in einer repräsentativen Umfrage gefragt worden ist, haben Sie Erfahrung damit gemacht, dass Arbeitgeber beim Mindestlohn tricksen wollen? Und fast jeder Fünfte sagt, ja, ich habe diese Erfahrung gemacht. Dann finde ich, müssen wir hier darüber diskutieren, was da los ist. Und deshalb ist es auch ganz gut, dass wir heute diskutieren können. Wir hören da von Umgehungsstrategien von Arbeitgebern, zum Beispiel indem das Trinkgeld bei Bedienungen einbehalten wird und auf den Lohn angerechnet wird, dass Metzger und Fleischer Messerprämien auf den Mindestlohn angerechnet bekommen, dass bei Zeitungsausträgern die Arbeitszeiten, die vereinbart sind, nicht dafür ausreichen, um die Zeitungen auszutragen, dass Bereitschaftszeiten nicht auf die Arbeitszeiten angerechnet werden, dass bei Lkw-Fahrern gesagt wird, solange du fährst, arbeitest du, aber wenn du deinen Lkw be- und entlädst, dann arbeitest du nicht, und viele weitere Dinge auch. Dafür, das ist alles Missbrauch, was ich gerade aufgezählt habe, das ist alles nicht in Ordnung, das ist letztendlich, so ist es Betrug, beziehungsweise Beihilfe zum Betrug, wenn man da mitmacht. Und da braucht es keine rechtlichen Klarstellungen und keine sachlichen Klarstellungen. Das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle. Und wer nicht genau weiß, ob der Sachverhalt so richtig oder falsch ist, dem oder der empfehle ich die Homepage des Zolls. Wenn man in jeder Suchmaschine kann man eingeben im Internet Zoll und Mindestlohn. Und dann kommt man sehr schnell zu der Überschrift Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz und bekommt wirklich eine große Ausführung darüber, was legal auf Arbeitszeiten angerechnet werden kann und was nicht. Und diese Debatte dient ja auch darum, sachliche Argumente von Aufregung zu trennen. Insofern ist es auch ganz gut, wenn wir solche Themen hier mit einbringen. Und wenn Sie, egal welcher Bürger und welche Bürgerin, jeder Fünfte sagt, ich habe damit Berührung, denen empfehle ich, rufen Sie bei der Mindestlohn-Hotline des Bundesarbeitsministeriums an. Dort können Sie auch anonym Punkte ansprechen, weil oft ist es ja so, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch tatsächlich Angst um ihr Beschäftigungsverhältnis haben. Aber auch den anonymen Hinweisen wird dort nachgegangen. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund hat auch eine Informationshotline. Da gibt es 300 bis 400 Anrufer pro Tag. Das zeigt, da ist ein großer Beratungsbedarf da. Ich habe gesagt, wir müssen Aufregung von sachlichen Inhalten trennen.
Mir ist wichtig, wenn wir so eine intensive Diskussion darüber führen, ob man Arbeitszeiten dokumentiert oder nicht. Natürlich dokumentieren wir Arbeitszeiten. Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen das übrigens auch schon jeden Tag. Die müssen auch nichts zusätzlich machen, sondern die haben das schon. Aber für all diejenigen, die es noch nicht tun, ich habe hier mal einen Stundenzettel mitgebracht. Das ist der Stundenzettel des Arbeitsministeriums, der auf der Homepage der Mindestlohn gilt, eingestellt ist. Der ist total einfach auszufüllen. Und wenn Sie den nicht finden, können Sie auch ein weißes Blatt Papier nehmen. Sie müssen da nur Datum, Beginn und Ende der Arbeitszeit und die Dauer der Arbeitszeit eintragen. Das sind 30 Sekunden pro Tag. Das ist auf jeden Fall die Zeit, die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Und es ist kein bürokratisches Monster und kein überbordendes bürokratischer Aufwand, sondern das zeugt dafür, dass nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Lohn bekommen, für den sie arbeiten gehen, sondern es sorgt vor allen Dingen dafür, dass am Ende ehrliche Arbeitgeber nicht die Dummen im Geschäft sind. Weil wir haben mit dem Mindestlohngesetz auch den Dumpingwettbewerb beendet und wir schützen die Arbeitgeber übrigens auch davor, dass Mitarbeiter nach 1, 2 oder 3 Jahren kommen können und sagen, du hast mir das gar nicht bezahlt, dann haben sie nämlich auch die Arbeitszeit dokumentiert und können das belegen. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Die Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbunds hat noch mehr herausgefunden. Sie hat nämlich herausgefunden, dass die Zustimmung zum Mindestlohn nach wie vor bei 86% in der Bevölkerung liegt. Sie ist nach wie vor hoch und hat eine hohe Akzeptanz. Wer für den Mindestlohn ist, sagt auch, ja, für mich ist in Ordnung, dass der Mindestlohn verbunden ist mit Teuerungen, dass an der einen oder anderen Stelle Preise steigen. Und sie gibt auch bekannt, dass 77% der Bevölkerung es gut finden, dass endlich Schluss ist mit dem unbotmäßigen Aufstocken von Menschen, die Vollzeit arbeiten gehen. Frau Kollegin, Schluss ist das Stichwort. Die Zeit ist schon ziemlich dramatisch überzogen. Ich bin dem Deutschen Gewerkschaftsbund dafür dankbar. Sag noch einen Satz, dann bin ich auch fertig, Herr Präsident. Er ist aber für die Zeitüberziehung nicht verantwortlich, der DGB. Das muss ich kurz klarstellen. Ja, Herr Präsident, ich danke Ihnen für die Debatte, die wir heute hier führen, auch in Zukunft führen werden. Und vergessen Sie nicht, der Mindestlohn gilt und er soll für alle 4 Millionen Beschäftigten gelten. Die Rede von Katja Mast war das für die SPD-Fraktion. Nach ihr jetzt Christel Vosbeck-Kaiser für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade mal 8 Wochen, ich habe es jetzt nicht so genau nachgerechnet wie die Kollegin Mast, ist der Mindestlohn in Kraft und schon haben wir einen Antrag von Ihnen, Kollegen der Fraktion Die Linke, einen Antrag, der allen Arbeitgebern in unserem Land per se unterstellt, Lücken zu suchen, um den Mindestlohn umgehen zu wollen. Sie stellen damit jeden Arbeitgeber unter Generalverdacht. Und gegen solche Äußerungen verwahre ich mich auch im Namen unserer vielen familiengeführten mittelständischen Unternehmer- und Handwerksbetriebe aufs Schärfste. Das Mindestlohngesetz, verstehe ich wie jedes Gesetz, was hier verabschiedet wird, als ein lernendes System, bei welchem man, wo die Praxis es erfordert, auch nachbessert. Und wenn das Mindestlohngesetz mit seinen Dokumentationspflichten in der Praxis nachweislich Hemmnisse aufwirft, dann sind wir doch als Fachpolitiker gefordert, diesem Abhilfe zu schaffen. Und nichts anderes ist im Bereich Sport, Ehrenamt geschehen. Und deshalb empfinde ich die in Ihrem Antrag gemachten Aussagen, wo Sie von Verwerfungen im Ehrenamt sprechen, als unverschämt und wirklichkeitsfremde Unterstellung. Sie diskreditieren damit jeden, der freiwillig bereit ist, für unsere Gesellschaft unentgeltlich sich einzubringen und damit für unsere Gemeinschaft etwas zu leisten. Sie unterstellen diesen Menschen, eine ehrenamtliche Tätigkeit aufzunehmen, so ist es doch formuliert in Ihrem Antrag, bloß damit der Arbeitgeber seinen Reibach machen kann und sich den Mindestlohn spart. Was ist das denn für eine abstruse Aussage? Ich finde das einfach empörend.
Und ich kann auch nur sagen, die vielen Ehrenamtlichen in unserem Land, ob im Sport oder im kulturellen Bereich und auch in den vielen verschiedenen sozialen Hilfsorganisationen, wissen jetzt, wie Sie, die Fraktion Die Linke, über das Ehrenamt und über ehrenamtliches Engagement denkt. Allein die Begriffe Missbrauch und Ehrenamt in einem Atemzug zu nennen, ist ein Schlag in das Gesicht der vielen ehrenamtlich Tätigen, die zum Kitt in unserer Gesellschaft beitragen. Ich finde, so eine Aussage gehört sich einfach nicht. Und weiter zu Ihrer Aussage, Herr Ernst, Bürokratiedebatte ist Sabotage am Mindestlohn. Auch wenn Sie das jetzt nicht hören wollen, wir in der CDU werden im Interesse der Betroffenen diese Debatte führen. Das gehört zu unserem demokratischen Verständnis. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst zulassen oder mögen Sie weitersprechen? Ich möchte gerne weitersprechen. Ja, hören Sie sich doch erst mal an, was ich zu sagen habe. Ich habe Ihnen ja auch zugehört. Mein Fraktionsvorsitzender sagt immer treffend, Politik beginnt immer mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, die sieht nämlich so aus. Ich habe keinen einzigen Brief und keine einzige E-Mail von Unternehmern aus dem Mittelstand, aus meinem Wahlkreis bekommen, in dem sich über die Zahlung des Mindestlohns beschwert wurde, sondern es ging immer um die damit verbundenen Dokumentationspflichten und Aufbewahrungspflichten. Und man ist bemüht, diesen beizukommen und die Pflicht zu erfüllen, denn Mittelständler kennen eigentlich keine Probleme, sondern Mittelständler sprechen immer von Herausforderungen. Aber es ist doch auch wohl unsere Aufgabe, auf die Verhältnismäßigkeit zu achten und dass wir da nicht zu viel Bürokratie aufbauen. Und was in den Schreiben und in den Anfragen auch immer wieder deutlich wurde, es besteht noch Rechtsunsicherheit bei den Arbeitgebern oder auch bei Auftraggebern. Und hierauf müssen wir eingehen. Es ist unsere Aufgabe, Antworten auf immer wiederkehrende Fragen für die Anwendung des Gesetzes zu geben. Und die Kollegin Mast hat es ja gesagt, es gibt auch auf der Seite des BMAS Mindestlohnfragen und Antworten. Diese Seite wird ständig aktualisiert, sie ist in einer verständlichen Sprache und die wird auch in Anspruch genommen. Und dies alles macht doch deutlich, dass diese Fragen wahrlich nichts damit zu tun haben, dass der Mindestlohn nicht gezahlt werden soll. Und deshalb ist auch Ihre immer wiederkehrende Aussage, Unternehmer unter Generalverdacht der Verwerfung zu stellen, nicht haltbar. Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat, wo Recht und Gesetz gelten. Und einzelne schwarze Schafe in gewissen Branchen sind in der Vergangenheit und werden auch in der Zukunft identifiziert. Oder was glauben Sie, hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll in den letzten Jahren getan? Und wie bei jedem Gesetz, wenn es Verstöße gibt, hat man die Möglichkeit, diese auch zu melden in unserem Rechtsstaat. Und es wird geahndet mit Auflagen oder Strafen. Und die Mindestlohn-Hotline hat die Kollegin Mast schon angesprochen, die zentrale Stelle. Ja, beim Zoll gibt es diese Auskunftsstelle auch. Sie werden in Anspruch genommen. Aber wir müssen auch schauen, wenn es Lücken geben sollte, dass wir diese identifizieren und verhältnismäßig schließen. Und deshalb ist unser Weg in dieser Diskussion, eine Bestandsaufnahme aller Probleme bei den Mindestlohnregelungen zu erstellen, diese zu bewerten und festzuhalten, an welchen Stellen es möglicherweise noch Nachbesserungsbedarf gibt. Und hier werden selbstverständlich auch die gewonnenen Erkenntnisse der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll einfließen. Aber wir haben jetzt März, es ist der erste Prüfmonat. Ein bisschen Zeit braucht man schon, bis man sieht, wie das Gesetz auch wirkt. Und ich finde, es ist unsere Aufgabe als gewählte Volksvertreter, die Anliegen der Bürger aus den Bereichen des Lebens aufzunehmen, die mit dem Mindestlohngesetz zu tun haben. So erledigen wir in unserer Fraktion als gewählte Volksvertreter konstruktiv politische Arbeit und nicht mit pauschalen Generalverdächtigungen.
Und deshalb lehnen wir Ihren Antrag heute ab. Soweit die Rede von Christel Vosbeck-Kaiser. Jetzt eine Kurzintervention aus der Linksfraktion. Klaus Ernst ist das, der eben mit seiner Zwischenfrage von der Rednerin nicht zugelassen wurde. Kurzintervention. Ich möchte Folgendes klar zurückweisen. Wir stellen niemand unter Generalverdacht. Im Gegenteil. Mit dieser Argumentation müssten Sie auch sämtliche Alkoholkontrollen für Autofahrer verbieten, weil die sind ja dann auch unter Generalverdacht, weil es Kontrollen gibt. Sie müssten auch im Übrigen alle Steuerzahler unter Generalverdacht der Steuerhinterzugs stellen, weil wir Kontrolleure haben, die, Gott sei Dank, viel zu wenig allerdings, die richtige Steuerzahlung überprüfen. Also mit diesem Argument, bitteschön, da würde ich mir überlegen, ob das der richtige Weg ist. Zweitens, wie bewerten Sie denn die Aussagen derer, die nun die Kontrollen durchführen müssen? Ich will Ihnen mit zwei dieser Aussagen konfrontieren. Die Dokumentationspflicht von Arbeitszeiten ist die Grundlage für wirksame Kontrollen, da pauschale Arbeitszeitangaben weder effektiv kontrolliert noch nachgewiesen werden können. Das sind nicht die Linken, das sind die, die kontrollieren. Wie bewerten Sie diese Aussage? Haben die Recht, haben die Unrecht? Und eine weitere Aussage, die ich Sie bitte zu bewerten, auch von der zuständigen Gewerkschaft, von den Leuten, die es machen, mit derart geringen Personalzuwächsen lässt sich eine effektive Kontrolle des Mindestlohns nur zulasten von anderen Aufgaben erledigen. Das ist der Zustand. Das ist das, was wir bemängeln. Und drittens, ich möchte Ihnen eindeutigen Hinweis geben. Wir haben diese Debatte nicht begonnen. Die kam aus den Reihen des Bundesverbands der deutschen Industrie. Die kam aus dem Unternehmerlager in Ihrer Partei. Und nicht wir waren auf die Idee gekommen, dass wir einen Tag nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine solche Debatte vom Zaun treten. Das waren nicht wir, das waren andere. Und ich würde Sie bitten, in Ihrer Partei dafür zu sorgen, dass dieser Unzug und diese Sabotage des Gesetzes unterbleibt. Dann können wir uns solche Debatten sparen. Jetzt die Antwort von Christel Vosbeck-Kaiser. Sie verzichtet darauf zu antworten. Dann bleibt diese kurze Intervention so stehen von Klaus Ernst von der Linksfraktion. Weiter geht es jetzt mit Jutta Krellmann, Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik der Linksfraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hätte niemals geglaubt, dass ich in die Situation komme, als Linke das Gesetz zum Mindestlohn verteidigen zu müssen. Klar ist, der Mindestlohn ist eingeführt, basta. Man hat den Eindruck, dass das so manchen Vertreter der Wirtschaft und des Handwerks, aber auch insbesondere der Abgeordneten von CDU, CSU erst jetzt so richtig klar wird. Der Mindestlohn ist ein Meilenstein und obwohl er zu niedrig ist, ist er eine echte Verbesserung für viele Menschen in diesem Land. Eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Regierungskoalition, jetzt müsste Party sein. Sie müssten die Stimmung nach vorne bringen. Die Menschen müssten sagen, ey, klasse, was wir da gemacht haben. Und was ist? Nichts ist passiert. Ständig hört man von Seiten der Bundesregierung nur Jammern und Klagen. Jammer, 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 jammer. Und jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, Frau Vosbeck-Kaiser. Nicht von uns, nicht von uns, nicht wir sind die Miesepeter, sondern Sie sind die Miesepeter in dem Zusammenhang. Daran sind Sie selbst schuld. Die Regierungskoalition hat es sich von Anfang an richtig schwer gemacht. Bei den Koalitionsgesprächen hat die SPD das Ja zur CDU von der Einführung des Mindestlohns abhängig gemacht. Okay, dafür müssen Sie jetzt die gesetzliche Tarifeinheit mittragen und sich dazu bekennen. Dass der wichtige Mindestlohn für ein so faules Tauschgeschäft herhalten muss, ist mir unbegreiflich. Leider hat die SPD dann zugelassen, dass der Mindestlohn nicht für alle gilt. Die Zahl der Menschen, die vom Mindestlohn profitieren, wurde um Stückchen für Stückchen kleiner. Jugendliche unter 18 raus, Praktikanten raus. Langzeitarbeitslose raus. Von anfangs 5 Millionen Menschen, die davon profitierten sollten, sind jetzt noch 3,7 Millionen Menschen übrig geblieben. Das darf nicht so bleiben. Das war ein echter Fehler. Die
Debatte für die festgelegte Dokumentationspflicht von Arbeitszeit setzt dem Ganzen noch eine Krone obendrauf. Arbeitgeberverbände, die teilweise niemand im Mindestlohn beschäftigt haben und wo das überhaupt kein Problem ist, weil sie das schon über Jahre hinweg gemacht haben, schreiten jetzt ein zu einem CETA und Mordio und reden das, die ganze Sache schlecht. Und wieder ist es die CDU, die dieses CETA aufgreift und Änderungen vom Mindestlohngesetz einfordert. Keine 10 Wochen ist das her seit der Einführung. Das ist kein ideologischer Reflex gewesen, das hat Methode. Meine Damen und Herren von der CDU-CSU, seien Sie mal ehrlich, man kriegt den Eindruck, Sie wollten den Mindestlohn eigentlich gar nicht. Und meine Damen und Herren von der SPD, es bringt Ihnen keinen Prozentpunkt in den Umfragen mehr, wenn Sie dazu kommen sollten, einzuknicken, gerade beim Mindestlohn, was im Grunde so eine wichtige Geschichte ist. Den Menschen draußen nutzt ein schlecht gemachter Mindestlohn nichts. Die Beschäftigten brauchen ein Gesetz, das Rechtssicherheit schafft und bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche unterstützt. Der Mindestlohn ist viel zu wichtig, um immer wieder als Verhandlungsmasse herhalten zu müssen. Die guten Vorschläge der Linken sind: eine klare Definition von Mindestlohn gehört, was dazugehört und was nicht. Das ist super wichtig. Mindestlohn ist Stundenlohn und das ohne Zuschläge. Keine Verrechnung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, keine Verrechnung von Sachleistungen, Provisionen oder Boni oder Ähnlichem. Klare Definition von ehrenamtlicher Tätigkeit, weil auch das könnte ein Einfalltor sein. Das hat sich die Linke zur Aufgabe gemacht, und daran werden wir weiterarbeiten und werden wir noch 10-mal hier drüber reden. Vielen Dank. Jutta Kellmann war das für die Linksfraktion. Nächster Redner ist jetzt Markus Paschke für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mindestlohn sichern, Umgehung verhindern. Guter Titel, kann ich da nur sagen. Genau dieses Ziel verfolgen wir als Sozialdemokraten. Denn was sich in den letzten Wochen und natürlich auch große Teile der CDU-Fraktion, denn was wir in den letzten Wochen erlebt haben, muss ich ehrlich sagen, das ärgert mich. Die Lobbyisten zur Umgehung des Mindestlohns sind äußerst aktiv. Das Gesetz ist heute auf den Tag 64 Tage in Kraft. Vom ersten Tag an wurden Änderungen und Ausnahmen gefordert. Ohne verlässliche Erfahrungswerte, ohne fundierte Prüfung, ohne die Absicht, sich überhaupt ernsthaft auf den Mindestlohn einzulassen. Wenn es Fragen oder Unklarheiten gibt, dann werden wir diese klären. Das gehört zu einem so großen Gesetzespaket dazu. Dafür haben wir auch immer ein offenes Ohr. Und in dem Zusammenhang muss ich ein ganz besonderes Lob aussprechen an Andrea Nahles und das Ministerium, die sich wirklich um jeden Einzelfall kümmern. Wir werden aber nicht denjenigen die Tür öffnen, die den Mindestlohn aushebeln wollen. Manchmal ist es hilfreich, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Es geht hier nicht um einen Generalverdacht, sondern es geht darum, die schwarzen Schafe auszusortieren, die nicht nur ihre Beschäftigten bescheißen, sondern auch ihren Konkurrenten schaden. Ja, manchmal muss man auch ein deutliches Wort finden. Jeder verantwortungsvolle Arbeitgeber hat auch bereits vor Einführung des gesetzlichen Mindestlohns die Arbeitsstunden seiner Mitarbeiter aufgezeichnet, um den Lohn abzurechnen oder ein Arbeitszeitkonto zu führen. Viele waren nach dem Arbeitszeitgesetz schon lange dazu verpflichtet. Warum war das in der Vergangenheit kein Problem, aber plötzlich mit Einführung des Mindestlohns von 8,50 € ist das nicht mehr leistbar? Oder haben diejenigen,
die heute am lautesten rufen, sich bisher nur nicht an die Gesetze gehalten. Haben Sie in letzter Zeit mal einen Handwerker im Haus gehabt? Schauen Sie mal auf die Rechnung. Da wird fast minutengenau abgerechnet. Wie gesagt, jeder ordentliche Arbeitgeber zeichnet schon bisher auf. Für die ändert sich da nicht viel. Um es mal ganz klar zu sagen, die tägliche Aufzeichnung in 9 Branchen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und bei den Minijobbern über Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit, das geht schneller als das Auspacken eines Butterbrotes in der Mittagspause, meine Damen und Herren. Ich kann das aus eigener Erfahrung beurteilen. Auch ich beschäftige eine Mitarbeiterin auf 450-Euro-Basis, allerdings zu einem deutlich höheren Stundenlohn. Sie schickt mir nach jeder Arbeitswoche ihren Stundenzettel. Der wird gegengezeichnet und gut ist. Wer das als Bürokratie bezeichnet, will in Wirklichkeit verhindern, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Rechte auf wenigstens 8,50 Euro in der Stunde geltend machen können. Ich sage das auch ganz klar. Derjenige macht sich gemein mit denjenigen, die das Gesetz umgehen und ihre Beschäftigten betrügen wollen. Und die Fantasie in diesen Umgehungsversuchen, die kennt wahrlich keine Grenzen. Nehmen wir mal das Beispiel Einzelhandel. In einigen Geschäften werden nur die Zeiten bezahlt, in denen der Laden auch geöffnet ist. Das heißt, die vorbereitenden Arbeiten wie Kasse vorbereiten, Präsentationsständer vor die Tür stellen, aber auch die nachbereitenden Arbeiten wie Abrechnen, Aufräumen etc. werden nicht bezahlt. Und ich frage Sie, ist das keine Arbeit? Warum sollen diese Sachen unbezahlt erledigt werden? Vielen Minijobbern wurde in der Vergangenheit weder Urlaub bezahlt, noch erhielten sie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Beides ist gesetzlich seit Jahrzehnten vorgeschrieben. Mich wundert es nicht, dass diejenigen Arbeitgeber jetzt aufschreien, die das bisher nicht bezahlt haben, weil sie berechtigte Angst haben vor Entdeckung. Und das finde ich auch gut so. Weitere Umgehungsversuche stelle ich fest bei der Anrechnung von Lohnersatzleistung. Ich habe in den letzten Wochen mit Erstaunen registriert, was so nach Ansicht mancher Arbeitgeber zum Lohn eines Angestellten hinzugerechnet werden darf, um die magische Grenze von 8,50 Euro zu erreichen. Da werden Leih- oder Abnutzungsgebühren für Arbeitsgeräte, die das Unternehmen zu stellen hat, erhoben. Es gibt Essens- oder Getränkegutscheine oder Saunagutscheine, das Trinkgeld soll auf den Stundenlohn angerechnet werden. Da will ich auch noch mal ganz klar sagen, wenn ich in der Gaststätte Trinkgeld gebe, dann bekommen das von mir die Beschäftigten für die gute Arbeit, die sie geleistet haben, und nicht der Arbeitgeber. Es ist nicht zulässig, das anzurechnen, ganz klar. Ich möchte da auch noch mal zusammenfassen, ein paar Dinge klarstellen. Herr Kollege, anrechnen ist das Stichwort. Wenn Sie einen kurzen Blick, wir haben vorne eine Uhr im Rednerpult, aber heute ist irgendwie so, schaut durch Begeisterung zur Sache keiner mal so richtig drauf. Also Ihre ist jetzt schon abgelaufen, deswegen wäre es schön, wenn Sie noch einen Schlussgedanken formulieren. Und ich komme sofort zum Ende. Nochmal zusammenfassend klarstellen, Popcorn ist keine Entlohnung für Arbeitsleistung, damit das klar ist. Und Arbeitnehmer arbeiten auch nicht ehrenamtlich im Unternehmen. Meine Damen und Herren, Sie können sicher sein, die SPD wird nicht zulassen, dass das Gesetz für mehr Gerechtigkeit zu einem zahnlosen Papiertiger wird. Vielen Dank. Markus Paschke war das für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Beate Müller-Gemmicke, Bündnis 90 Die Grünen und Sprecherin für Arbeitnehmerinnenrechte ihrer Fraktion. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, so langsam verstehe ich insbesondere, warum die CSU immer heftiger die Dokumentationspflichten kritisiert, denn inzwischen ist ja die Diskussion auch auf den Münchner Wiesen angekommen.
Die Wirte beklagen sich heftig und warnen jetzt, jetzt wird das Bier teurer. Aber Ihnen wird doch nicht wirklich das Bierchen so wichtig sein, dass Sie die gerechten Löhne vergessen. Aber ernsthaft, wer sich dagegen wehrt, dass Arbeitszeiten dokumentiert werden, begünstigt Missbrauch und niedrige Löhne. Es reicht nicht, dass der Mindestlohn nur auf dem Papier steht. Er muss auch richtig umgesetzt werden. Und dafür brauchen wir eine durchsetzungsstarke Finanzkontrolle Schwarzarbeit, und zwar mit mehr Personal. Die 1.600 neuen Stellen müssen definitiv her, und zwar schnell. Und besser wären auch ein paar Stellen mehr. Und notwendig sind natürlich auch die Dokumentationspflichten. Ich war gerade vorletzte Woche mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zusammen unterwegs. Ich würde es jedem Abgeordneten der CDU/CSU empfehlen. Ein Beispiel: Auf einer Baustelle wurden die Stundenzettel kontrolliert, und dabei sind relativ lange Pausenzeiten aufgefallen. Parallel wurden die Beschäftigten gefragt, und die haben dann andere Pausenzeiten angegeben. Das ist ein Indiz, dass zu wenig Stunden bezahlt werden. Und die FKS wird jetzt noch weiter recherchieren, beispielsweise wann Material oder Beton angeliefert wurde. Und dann vergleichen Sie diese Zeiten wieder mit den Stundenzetteln. Das ist akribische Arbeit, aber das ist nur machbar, wenn die Arbeitszeit dokumentiert ist. Nehmen Sie das endlich zur Kenntnis. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, und die aktuelle Diskussion um den Mindestlohn ist auch wirklich nicht ehrlich. Erstens, das mit den Arbeitszeiten ist wahrlich kein Hexenwerk. In den meisten Betrieben ist es üblich, dass die Zeit erfasst wird. Und außerdem haben die Arbeitgeber doch selber ein Interesse daran. Die Stechuhr wurde ja nicht vom Gesetzgeber erfunden. Und zweitens, es geht auch gar nicht um die Dokumentation, sondern es geht schlichtweg um das Arbeitszeitgesetz. Wenn Beschäftigten mehr als die erlaubten 10 Stunden pro Tag arbeiten, dann wird das eben durch diese Zeiterfassung jetzt sichtbar. Und das Problem mit der Arbeitszeit haben ja auch die Arbeitsmarkt- und Sozialminister, der Arbeitsminister und Sozialminister der Länder erkannt. Meine Kollegin Podmar hat es schon angesprochen. Und die Minister wollen, ich zitiere es noch einmal, die Arbeitgeber wieder zur generellen Aufzeichnung der Arbeitszeiten verpflichten, Zitat Ende. Und das ist ein Beschluss, und der Beschluss war einstimmig, und Bayern war also mit dabei. Und gleichzeitig kritisiert die Union hier im Bundestag die Dokumentationspflichten als Bürokratiemonster. Das geht gar nicht. Hören Sie endlich auf zu quengeln und zu streiten. Sie haben den gesetzlichen Mindestlohn verabschiedet. Jetzt stehen Sie gefälligst zu Ihrem Wort. Vielen Dank. Nächsten Redner, soweit Beate Müller-Gemmecke für Bündnis 90 Die Grünen. Der nächste Redner ist jetzt Albert Stegemann für die CDU/CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Als der Antrag der Linken zur Umsetzung des Mindestlohngesetzes gestern bei mir eintraf, habe ich mir ehrlich gesagt die Augen gerieben. Ich habe mir dabei die banale Frage gestellt, was wollen Sie eigentlich? Noch nicht mal 2 Monate in Kraft schon wird seitens der Linken versucht, die erreichten Kompromisse im Mindestlohngesetz in Frage zu stellen. Dabei haben zum Beispiel die Mindestlohnkommission und der Zoll mit seiner Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit erst in der letzten Woche ihre Arbeit aufgenommen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass es die CDU war, die sich seit Jahren auf zig Kreis-, Landes- und Bundesparteitagen für eine Lohnuntergrenze eingesetzt hat. Und zwar eine, die nicht vom Parlament, sondern eine, die von den Tarifparteien festgelegt wird. Deshalb können Sie die Bemerkung in Ihrem Antrag, die unterstellen, die CDU hätte den Mindestlohn nicht verwunden, ruhigen Gewissens streichen. Schließlich sind wir in der Regierungsverantwortung, und deswegen haben wir zusammen mit den Kollegen der SPD-Fraktion dieses Gesetz beschlossen und setzen es jetzt auch nach und nach um. Aber machen wir uns nichts vor. Es wird an der einen oder anderen Stelle auch Anlaufschwierigkeiten beim Mindestlohngesetz geben. Schließlich ist der Mindestlohn eines der Projekte der Regierungskoalition,
und eine der größten sozialen Errungenschaften, zumindest dieser Legislatur. Dass es dazu Befürchtungen seitens der Wirtschaft, was die Dokumentationspflichten angeht, kommt, sollte einen genauso wenig verwundern wie die Befürchtung, dass der Mindestlohn nicht korrekt ausbezahlt wird. Schließlich ist der Mindestlohn sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmer ein neues Gesetz, das die Bezahlung schließlich geht es mal wieder um das liebe Geld regelt und deswegen wird er auch mit so viel Aufmerksamkeit verfolgt. Nun aber bereits von Missbrauch und Umgehungstatbeständen, die Land auf, Land ab grassieren zu sprechen, halte ich doch für sehr stark politisch interpretiert. Ich kann nicht ausschließen, dass es einzelne Arbeitgeber gibt, die versuchen, den Mindestlohn zu umgehen. Aber warten Sie doch erst mal die Ergebnisse der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ab. Deswegen wehre ich mich zutiefst dagegen, welches Bild in Ihrem Antrag von Unternehmern in unserem Land wird, in unserem Land versucht wird zu zeichnen, nach dem Motto, jeder versucht ja nur zu tricksen. Sicherlich, ohne Kontrolle kein Gesetz. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass das Gesetz umso besser wird, umso totaler man es kontrolliert. Nicht ohne Grund hat sich über Jahrzehnte das Prinzip der Vertrauensarbeitszeit in Deutschland bewährt. Deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt und weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Deutschland in der ganz großen, überwiegenden Zahl sehr gut funktioniert. Mit solchen Anträgen und Forderungen nach immer strengeren Kontrollen nun einen Keil in diese gewachsenen Strukturen treiben zu wollen, halte ich für höchst destruktiv und kontraproduktiv. Sie setzen damit ein fatales Zeichen der Politik an diejenigen Menschen in unserem Land, die mit ihrem persönlichen Risiko und ihrem ganzen Einsatz es erst ermöglichen, dass Menschen Arbeit haben und unser Land über den Wohlstand und sozialen Frieden verfügt, den wir heute haben. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen von der Linken, wissen Sie, was Robert Bosch gesagt hat? Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne zahle. Mit dem Antrag zeigen Sie erneut Ihr mangelndes Verständnis vom Zusammenspiel von Wirtschaft und Gesellschaft. Welches Weltbild Sie haben. Die Wirtschaft ist kein zerstörerisches Element unserer Gemeinschaft, welches bekämpft werden muss. Eine wettbewerbsfähige Wirtschaft ist Grundvoraussetzung für eine Gesellschaft, in der Menschen nicht nur Arbeit, sondern auch eine Aufgabe, einen Sinn haben. Nur so ist ein selbstbestimmtes Leben und sozialer Ausgleich möglich. Nur mit Auflagen, Verboten und Einschränkungen, wie in Ihrem Wahlprogramm zur letzten Bundestagswahl zu lesen war, werden wir im internationalen Wettbewerb nicht bestehen können. Das ist eine Tatsache. Sie müssen auch einsehen, dass das Ideal des ehrbaren Kaufmannes für die meisten Unternehmer in unserem Land auch im 21. Jahrhundert noch Bestand hat. Da können Sie noch so oft schreiben, dass die Marktwirtschaft ein auf Profitmaximierung ausgerichtetes System ist. Zugleich geht mit Ihrem Antrag auch ein falsches Verständnis der Arbeit des Zolls einher. Die zusätzlich 1.600 Beschäftigten stellen die ordentliche Abführung der Sozialabgaben sicher und schützen Arbeitnehmer sowie die Wirtschaft vor unfairem Wettbewerb. Allerdings, und das möchte ich auch ausdrücklich betonen, diese Überprüfungen haben einen stark präventiven Charakter. Es geht hierbei nicht um die totale Kontrolle, sondern ganz bewusst um Risikoanalyse mit abschreckender Wirkung. In vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen bei der Zollverwaltung habe ich hiervon einen sehr guten Eindruck bekommen. Die Beamten kennen darüber hinaus auch ihre Pappenheimer. In Ihrem Antrag fordern Sie nun dreimal so viele Kontrolleure einzustellen, wie es die Bundesregierung tun wird. Das Motto Kontrolle gut, alles gut wird ganz sicher nicht in den Hafen der arbeitsmarktpolitischen Glückseligkeit führen. Dennoch ist seitens der Regierungsparteien eines ganz klar. Jeder Arbeitnehmer, der Anspruch auf den Mindestlohn hat, der soll ihn auch bekommen. Im Bereich des Sportes oder des Ehrenamtes werden wir in der Praxis noch einmal schauen, wie sich die Situation gestaltet, ob wir hier überhaupt von Arbeit sprechen können. Ein Verbandsklagerecht für Gewerkschaften, wie Sie es fordern, wäre dagegen wohl eher ein Konjunkturprogramm für Arbeitsrechtler als ein konstruktiver Beitrag in unsere Tariflandschaft. Wir werden in den kommenden Wochen mit kühlem Kopf schauen, was funktioniert und wo es hakt. Das möchte ich auch Ihnen, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen von den Linken, empfehlen. Auch wenn es nicht Ihrer parlamentarischen Aufgabe entspricht,
empfehle ich Ihnen, mit etwas Geduld und einem gesunden Vertrauen in die Regierungsfraktionen abzuwarten. Sie werden sehen, am Ende wird alles gut. Vielen Dank. Am Ende wird alles gut. Albert Stegemann war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Kerstin Griese für die SPD. Sie ist die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Bundestages. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass wir heute über das gute Thema Mindestlohn diskutieren können. Denn auch diese Debatte zeigt, der Mindestlohn ist eine Erfolgsgeschichte. Er wirkt. Etwa 3,7 Millionen Menschen haben jetzt schon positiv etwas davon. Etwa 5 Millionen Menschen werden es 2017 sein, die von dieser größten Sozial- und Arbeitsrechtsreform in Deutschland profitieren. Sie ist gut gestartet und sie wirkt positiv. Und allen Unkenrufen zum Trotz, der Mindestlohn kostet keine Arbeitsplätze. Im Gegenteil, er kurbelt die Wirtschaft und den privaten Konsum an. Und wer hat da nicht alles vorher gewarnt und geungt vor millionenschweren Jobverlusten? Wir erinnern uns an Herrn Sinn vom IFO-Institut. Und wie sieht es heute aus? Die Bundesagentur für Arbeit meldet 600.000 Menschen mehr in Beschäftigung als im Vorjahr. Über etwa eine Milliarde Euro Einsparung, weil durch den Mindestlohn weniger Menschen aufstocken müssen. Und der Fokus meldet, Mindestlohn verhilft Einzelhändlern zu großem Umsatzplus. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Das ist eine Erfolgsgeschichte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die besonders in den Tarif nicht gebundenen Bereichen jetzt endlich eine untere Haltelinie beim Lohn haben. Aber es ist auch eine Erfolgsgeschichte für die fairen und ehrlichen Arbeitgeber, die anständig zahlen, und zwar für jede Stunde mindestens 8,50 Euro und nicht für anderthalb oder zwei Stunden mindestens 8,50 Euro. Die Arbeitgeber in ihrer ganz großen Mehrheit wissen das zu schätzen. Sie sind auf qualifiziertes und zuverlässiges Personal angewiesen. Und deshalb sage ich noch einmal, der Mindestlohn nützt den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern, den fairen Arbeitgebern, denn die Dumpinglohnkonkurrenz wird bestraft. Und das, auch das ist die Erfolgsgeschichte Mindestlohn. Und ich kann Ihnen versichern, meine Damen und Herren, auch den Antragstellern, wir werden alles tun, damit der Mindestlohn seine volle Wirkung entfalten kann. Wir werden keine Umgehung und keine Schlupflöcher zulassen. Und wir sind der Ansicht, dass es nicht nötig ist, dafür das Gesetz zu ändern, wie Sie es fordern, sondern sowohl die Kritik aus dem vorliegenden Antrag als auch einige Vorwürfe, wir haben schon das große Bürokratiemonster-Stundenzettel gesehen, als auch einige Vorwürfe, die im Raum sind, sind beide haltlos. Der Mindestlohn ist gerade erst einmal in Kraft getreten. Nahezu alle Rednerinnen und Redner haben es gesagt, die Kontrollen können überhaupt jetzt erst ab März sinnvoll durchgeführt werden. Und deshalb verwundern mich Interventionen, jetzt schon das Gesetz zu ändern. Das ist nicht sinnvoll. Was aber sinnvoll ist und nötig ist, ist auf Fragen, die aufkommen, einzugehen. Und deshalb kümmern wir uns darum. Ich halte das auch für ein ganz normales Verfahren. Das Ministerium hat einen intensiven Branchendialog gestartet mit allen Branchen, die Probleme mit dem Mindestlohn hatten. Und dieser Branchendialog wird fortgesetzt. Da sind wir in dauernden Gesprächen, sowohl die Regierung als auch die Abgeordneten. Und ich finde übrigens, das ist eines der Gesetze, wie ich es selten erlebt habe, das sehr, sehr, sehr intensiv, permanent mit allen Beteiligten begleitet wird. Und es ist ein richtig guter Prozess der gemeinsamen Entwicklung gewesen und ein richtig guter Prozess, der geholfen hat, dass wir diesen Mindestlohn gut, praktikabel und erfolgreich umsetzen können. Ich bin Ministerin Andrea Nahles auch dankbar, dass sie noch mal besonders die Fragen zum Ehrenamt und zum Sport geklärt hat. Und ich darf mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten kurz aus dem Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Bundestagsdrucksache 18/210 neu auf Seite 15 zitieren, wo wir das sehr wohl in der Beschlussfassung schon angelegt hatten. Ich zitiere, die Koalitionsfraktionen seien mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales darin einig, dass ehrenamtliche Übungsleiter und andere ehrenamtlich tätige Mitarbeiter in Sportvereinen nicht unter dieses Gesetz fielen. Von einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Sinne des § 22 Absatz 3 Mindestlohngesetz sei immer dann auszugehen, wenn sie nicht von der Erwartung einer adäquaten finanziellen Gegenleistung, sondern von dem Willen geprägt sei, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Das steht schon klar im Gesetz. Dafür muss es nicht geändert werden. Das ist eine gute Regelung. Applaus
Der Mindestlohn schafft ein Stück Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, der in den letzten Jahren zunehmend durch prekäre Arbeitsverhältnisse und an manchen Stellen eben auch durch die Ausnutzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt war. Und es ist nötig, dass wir über viele Dinge jetzt diskutieren. Nicht alle Probleme, die jetzt auftauchen, haben ja ihre Ursache im Mindestlohngesetz. Im Gegenteil, vieles unverhältnismäßige Arbeitszeiten, bei denen mehr Arbeit in weniger Zeit erfüllt werden musste, die waren vorher schon da und jetzt treten sie zutage und es ist gut, dass wir dagegen vorgehen können. Es ist auch dem Mindestlohngesetz zu verdanken, dass wir jetzt eine gesellschaftliche Debatte über den Wert der Arbeit führen können. Jetzt wird genauer hingeguckt, jetzt wird hingeguckt und jetzt wird deutlich, wer sich zum Beispiel bisher schon nicht an die Regeln gehalten hat, die wir für einen funktionierenden, einen gerechten und einen guten Arbeitsmarkt in der sozialen Marktwirtschaft vereinbart haben. Und es wird deutlich, dass zu guter Arbeit ein anständiger Lohn dazu gehört. Und das muss auch dokumentiert werden, damit tatsächlich der Mindestlohn wirkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Mindestlohn hat ja viele Mütter und Väter. Das wurde auch in der Debatte schon deutlich. Ich darf anmerken, dass den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn die SPD schon vor vielen Jahren beschlossen hat. Ich darf noch mal betonen, dass wir den Gewerkschaften sehr dankbar sind, dass sie sich so früh für den Mindestlohn eingesetzt haben und dass wir ihn gemeinsam hier erkämpfen konnten. Hier im Deutschen Bundestag haben CDU, CSU, SPD und Grüne dem Mindestlohngesetz zugestimmt. Sie, Herr Ernst, leider nicht. Sie haben sich kraftvoll enthalten als Opposition. Ich kann nur sagen, da es jetzt so eine Erfolgsgeschichte ist, machen Sie alle mit bei dieser Erfolgsgeschichte Mindestlohn. Vielen Dank. Soweit Kerstin Griese für die SPD-Fraktion. Letzter Redner in dieser Debatte zum Thema Mindestlohn ist jetzt Stefan Stracke für die CDU, CSU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen zum Mindestlohn. Mindestlohn braucht Kontrolle. Wir lehnen Missbrauch und entsprechende Umgehung des Mindestlohns ab. Allerdings ist auch klar, alle diese Dinge müssen praktikabel sein, gerade was die Umsetzung angeht. Und deswegen halte ich auch nichts davon, dass wir hier ein ideologisch verzerrtes Unternehmerbild prägen, so wie es die Linke tut. In ihrem Antrag, Herr Ernst, schreiben Sie, Zitat, die Behauptung einer vermeintlich überbordenden Bürokratie hat einzig den Zweck, den Mindestlohn zu unterlaufen. Zitat Ende. Und das Bild, das Sie hier zeichnen von einem Unternehmer, ist das, das im Ergebnis darauf angelegt ist, seine Arbeitnehmer möglichst schlecht zu zahlen. Und genau das heißt es, Herr Ernst. Und das ist eine Unterstellung, die ich auf das Schärfste zurückweise, was hier die Unternehmerschaft angeht. Sie diffamieren damit all diejenigen Unternehmer, die bereits vor dem Mindestlohngesetz für anständige Löhne für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesorgt haben. Und sie diffamieren auch diejenigen, die sich jetzt auch an Recht und Gesetz halten, mit dieser Behauptung, die sie ja aufstellen. Ich glaube, es wäre an der Zeit, dass sie endlich mal mit dieser Klassenkampf-Rhetorik ein Ende machen. Und Unternehmer sind keine Feindbilder. Sie sorgen dafür, dass es uns gut geht. Und deswegen sollten wir sie nicht bekämpfen, sondern dankbar sein, dass wir unseren Mittelstand haben, und das ist das Entscheidende. Wir haben uns im Gesetzgebungsverfahren darauf verständigt, dass berechtigte Anliegen der Arbeitgeber den durch den gesetzlichen Mindestlohn entstehenden administrativen Aufwand begrenzt wird. Deswegen haben wir auch eine Vielzahl von Rechtsverordnungsmöglichkeiten geschaffen. Die des BMF werden derzeit nicht kritisiert, was ich so sehe, sondern es geht ausschließlich darum, um die Verordnung, die die Ministerin Nahles auf den Weg gebracht hat. Wir wissen, dass sie damals bei 4.500 Euro und gestartet ist, jetzt bei 2.958 Euro liegt. Wenn man das sieht, entspricht dieser Schwellenwert nicht der Lebenswirklichkeit und entspricht auch nicht dem, was beispielsweise der Zoll in den Blick nimmt. Und wir haben den so oft hier zitiert. Und wenn der Zoll selber seinen Fokus vor allem darauf richtet, auf Beschäftigungsverhältnisse zwischen 1.000 und 2.000 Euro, dann zeigt dies, dass diese Verordnung hier nicht der Lebenswirklichkeit entspricht und entsprechend angepasst werden muss. Und genau deswegen hat auch der Koalitionsausschuss in der letzten Woche sich darauf verständigt, beim Mindestlohngesetz bis Ostern eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und vor allem auch
Probleme aus der Praxis entsprechend zu sammeln und diese dann gemeinsam zu bewerten. Wir nehmen diesen Auftrag des Koalitionsausschusses sehr ernst. Und an uns werden viele Dinge herangetragen, viele Unsicherheiten, viele Fragestellungen, auch zum Teil Unverständnis über das, was da geregelt ist. Und klar ist, wir müssen hier vor allem auch für Rechtssicherheit sorgen. Da ist mir das Mindestlohngesetz sicherlich nicht sakrosant, sondern wir müssen für Rechtssicherheit sorgen, weil Fragestellungen aufkommen, warum den Minijobs eigentlich der Dokumentationspflicht unterliegen, weil sie doch genau wie jedes andere Arbeitsverhältnis sind, genau die gleichen Rechte und Pflichten haben und wir doch genauso auch keine flächendeckenden Aufzeichnungspflichten derzeit kennen. Und deswegen wird dem mit sehr viel Unverständnis begegnet. Und es geht auch um eine saubere Abgrenzung zwischen Ehrenamt und gewerblicher Beschäftigung. Und das, was mich hier umtreibt, ist genau das, was auch in dem Antrag der Linken wieder zum Vorschein kommt, dass man sofort immer die Missbrauchsschere im Kopf hat und nicht zunächst einmal sich überlegt, wie können wir das gesellschaftliche Engagement in der Breite und in der Vielfalt, die wir haben, unterstützen und stärken. Und hier brauchen wir sicherlich entsprechende Ansätze. Und dazu dient auch die Abgrenzung gerade zwischen Ehrenamt und Mindestlohn. Und hier hat die Ministerin einen guten Aufschlag gemacht, gerade was das Thema Vertragsamateure angeht. Und ich denke, diese Argumentationsmuster ist jetzt insgesamt auch zu weiten auf den gesamten Bereich des Ehrenamts. Und wir müssen auch prüfen, inwieweit wir hier gesetzliche Regelungen tatsächlich brauchen. Und dass wir hier nicht im Gegeneinander agieren, sondern im Miteinander, das zeigt ja beispielsweise die Pflegearbeitsbedingungsverordnung, wo wir genau auch von Seiten der Bundesregierung eine differenzierte Behandlung haben, was die Vergütung von Vollarbeitszeit und Bereitschaftsdienst angeht. Und darauf sollten wir aufsetzen. Lassen Sie uns für gute Ergebnisse sorgen. Herzlichen Dank. Die Rede von Stefan Stracke war das für die CDU-CSU-Fraktion. Er war der letzte Redner in dieser Debatte zum Thema Mindestlohn. Ein Antrag der Linksfraktion lag zugrunde mit dem Titel Mindestlohn sichern, Umgehung verhindern. Der Mindestlohn 8,50 Euro ist ja seit dem 1. Januar in Kraft. Von vielen Rednerinnen und Rednern wurde hier bemängelt, dass es etwas zu früh ist, ein Fazit zu ziehen.